Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, meine lieben Damen und Herren. Ja, das habe ich dem Wolke jetzt natürlich gar nicht erzählt. Hallo Wolke, immer noch. Voll reingeworfen. Hallo. Ich dachte mir gerade, wow, okay, du hast gerade vergessen, das mit Velkos aufzunehmen. Dann nimmst du halt das mit Jinx jetzt, mit Master Yi jetzt auch. Also ich spiele zum Master Yi, meine Freunde, der leichten Flötenmusik auf Bot. Ich habe keine Ahnung, was der kann. Das erste Mal, ich habe mir gerade gekauft. Weil ich habe gerade gesehen, ziemlich viele neue Leute sind online. Und ich habe gerade mit Velkos gespielt. Gut, dass ihr es nicht gesehen habt, das war grauenhaft. War das erste Mal halt. Also, Erschöpfungsschlag. 4 Gegner angreifen. Der Angriff stackt sich. Meditation. Ich mache das mit dem 4 Gegner angreifen. Das ist, glaube ich, auch das Lustige ist, der liebe Neverguest hat sich den Master Yi neu gekauft. Ich habe mir gerade Velkos neu gekauft. Das heißt, wir spielen beide gerade relativ blind mit den beiden Champions hier drin. Das wird heißen, unsere Mannschaft ist voll am Arsch. Genau, weil wir beide natürlich so grandios waren. Oder ich habe mich zumindest nicht genauer informiert, was jetzt seine Fähigkeiten wirklich machen. Ich habe mich informiert. Ja. Ich habe schnell gerade Internet aufgeschlagen und habe ganz schnell geschaut, was da so los ist. Aber es heißt ja nicht, dass ich es gerafft habe. Nicht getan. Das Einzige, was ich jetzt gemerkt habe, ist, dass Master Yi ähnlich wie Jinx oder Ashe ausgebaut wird. Also ich gehe voll auf den Angriff drauf, weil Master Yi mit seinem Schwert viel Damage macht, nehme ich stark an. Gut, der hat auch 80 Anfangsangriff, das ist schon mal eine ganze Ecke. Dann hau ich mal hier hinten meinen Warp rein, wenn der hier seinen Hinschen hat. Und er hat 355 Speed, das ist auch geil. Da könnte ich vielleicht mal gucken, ob ich den Speed noch ein bisschen erhöhe. So, ich greife mal die nächsten. Das finde ich geil. Das macht mir jetzt schon irgendwie Spaß. Weil ich... Ich habe das Gefühl, mein Spiel lackt ein bisschen, habe ich so das... Gefühl. Na mir Ruhe! Boah. Oh, cool. Das finde ich heilen ist geil. Ach, der hat... Der hat gar nicht so eine, der hat gar nicht so eine hohe Stimme, wie ich dachte. Der hat so eine voll coole Stimme so. Moment, ich hab's gerade nicht gehört. Ich zeig dir den Weg. So voll poetisch. Ja, der Velkos hat hier auch ein paar Dinger raus, wo ich mir so denke, okay. Ja, der Velkos. Der ist gar nicht mal so poetisch. Licht muss die Welt durchdringen oder irgend so, weil nee, zu viel Licht. Diese Welt ist zu hell. Ich erinnere mich gerne oder irgendwie sowas. Ich bin gerade so dachte, hä? Was geht los? Ja. Weil dann mit dieser tiefen Stimme halt aber noch, gell? Er hat harte Lektion gesagt. Und ich bin so unreif und denk mir dabei Dinge. Das ist so witzig. Ich denk mir dabei Dinge. Ja, ich denk mir dabei Dinge. So, die dritte Fähigkeit kenne ich aber nicht. Gewährt kurz Angriffsschadenbonus. Aua, Alter, das sind zwei Fernkämpfer, was soll ich da machen? Oh, Meditationium. Ich meditatitiere. Meditatieren. Das kommt auch, wow. Ich nehme jetzt einfach mal genau die Sachen, die ich mir für Shogun zusammengestellt habe. Da sollte ich am Anfang Mana bekommen, glaube ich. Leben. Glaube ich. Ich versuche jetzt einfach mal mit Angriffsstärke den Typen hier zu erwischen. Aua! Ich vermisse die Dunkelheit der Liebe. Oh ja. Och, Amor. Der Typ ist voll scheiße, Mann. Ich kann mit dem gar nichts erreichen gerade momentan. Das ist natürlich, ich spiele total grottig, das wird schon der Fall sein. Ich habe kein Mana mehr, ich brauche bestimmt ein bisschen mehr Mana. Lass dich nicht vom Stolz blenden, hat er gerade poetisch gesagt.
Ist es nicht ein Help? Aber auch gar nicht mal so unrecht. Wow. Oh, ich hasse diesen Vega mit seinem komischen Gefängnis hier. Es geht mir voll auf die Ketten, ey. Die Meditation erhöhe ich. Ach, stimmt, ich kann mich ja immer instant selber heilen. Das ist voll geil. Das ist ja voll episch. Yay, voll jetzt episch. Viel warum? Toll, richtig klasse fand ich das jetzt. Ich finde dich auch klasse. Kurz raus hier, das. Mir kommt die Zeit schon wieder hier Verbindung verloren. Und Volker hat das Spiel verlassen, ich hate ihn. Ach siehst du, wir wollten doch gerade noch einen reporten. Mist, haben wir vergessen. Ja, siehst du. Weil wir einfach gute Jungs sind, wir dachten uns dann, ne, machen's doch nicht. Wir werden auch nie reportet. Ich werde ständig reportet. Deswegen habe ich... Ich habe letztens eine E-Mail bekommen von... Du auch? Dass ich also auch... Ja. Ich habe auch eine bekommen. Da stand drinne, dass ich doch einen schlechten Tag hätte und dass ich mich doch bitte zusammenreißen solle. Weil vermehrt Flamen festgestellt wurde bei mir, was ja auch der Tat entspricht, das möchte ich nicht abstreiten. Ich hatte wirklich einen schlechten Tag und da habe ich dann halt ab und zu mal was im Chat geschrieben. Es war nicht so beleidigend, aber es war halt so, oh mein Gott, Team, was macht ihr und bla bla. Und ja, da habe ich halt von Riot mal eine Mail gekriegt, wo ich gesagt habe, nee, es geht aber nicht so, du bist böse gewesen. Aua, geht auch weh. Ja, ich habe eine bekommen, weil ich also oft offline gehe im Spiel. Ja, das stimmt aber ziemlich oft. Du gehst wirklich ziemlich oft offline im Spiel. Ja, der Punkt ist halt, bei mir gibt es meistens Gründe. Ja, das können die ja nicht wissen, das ist ja so ein allgemein Ding bei denen, damit kein Scheiß entsteht. Ja, nee, ich sag eigentlich auch meistens Bescheid. Und dann tun dich... halt so nette Leute. Tun dich trotzdem reporten, obwohl du Bescheid gesagt hast. Einfach nur, weil sie dann sauer sind, weil sie verloren haben. Ja, aber was soll ich denn machen, wenn ich die Runde angefangen habe, obwohl noch eine, sagen wir mal, eine Stunde Zeit ist. Wenn ich noch schneller fertig ist als gedacht. Was soll ich meiner Mom sagen? Soll ich dann sagen, ja sorry Mama, ich komme jetzt nicht zum Essen, ich muss die Runde hier zu Ende spielen. Sonst kriege ich Ärger von dem Spiel. Oh mein Gott, nein. Nee, ist schon richtig, ich habe ja nichts. Da würde ich mir ja selber richtig dumm vorkommen. Da würde ich mir glaube ich selber an den Kopf fassen und wollt ihr mich total verarschen hier? Ich hab nicht genug Mana, um all meine guten Fähigkeiten gerade einzusetzen. Oh nein, Junge! Einen auf der Stelle! Mach mal nicht die große Welle! Liebe Leute! Lasst euch sagen! Scheiße! Heute wird auf den Putz geschlagen! Ich kann echt noch nicht so mit Weltkost umgehen. Oh, ich hab meinen Masterschlag! Champion Tötung und Unterstützung verringert die Verbleibungszeit abgesehen von Master Yis Grundfähigkeit um 30%. Was macht das? Moment. Zurück. Champion Tötung und Unterstützung verringert die verbleibende Abklingzeit von Master Yis. Ah, okay, wenn ich jemanden töte oder unterstütze, dann ist meine Abklingzeit extrem winzig. Wow, Wasser. Das war knapp. Und die Aktiv erhöht das Lauftempo um 25%, das Angriffstempo um 30% und über 10 Sekunden lang Immunität gegen Effekten, welche das Lauftempo verringern. Wir haben das hat er überlebt. Ich glaube es nicht. Okay, also es scheint ziemlich over zu sein, ich weiß aber nicht genau. Ich probiere selber mal. Okay, ich hab mir das weggerannt. Kostet 100 Mana, okay.
Probier's mal, wenn ich jetzt einen sehe, der die Hälfte des Lebens hat. Mal schauen, wie viele Punkte das abzieht. Also der Laserfall gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, vor allen Dingen slowt er noch gleichzeitig, gell? Ja. Fand ich halt auch ziemlich gut, aber das Problem an der Sache ist halt, wenn die auf dich zuspringen in dem Laserstrahl, dann bist du machtlos, du kannst dich echt nicht wegbewegen. Ja, das ist doch ein bisschen... Naja, ich muss halt noch ein bisschen üben, Velkos, aber ich denke mal, das... Ich glaube, bei Master Yi muss ich, glaube ich, wirklich alle Attacken gleichzeitig anwenden, wenn ich das machen will hier. Ja, damit Velkos kriege ich die Gegner, glaube ich, auch bis jetzt nur gekillt, wenn ich wirklich die Attacken gleich alle hintereinander so bam 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 bam. Weißt du, was in solchen Charakteren halt, dass dieses Noob-Playing ist, was viele sagen, aber was so schnell einfach geht, wenn das natürlich kannst, das ist immer die Voraussetzung, du musst das Spiel auch können, was der Charakter da macht. So, jetzt habe ich zum Beispiel mein Heilen gerade nochmal eine Stufe hochgepusht, weil ich das sehr gut finde bei dem. Oh, 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 oh. Oh, 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 er hat mich gekillt. Okay. Das war natürlich nicht so gut. Das ist verbesserungswürdig. Was? So. Erster Death und ein Assist habe ich schon. Ein Assi habe ich schon. Ein Assi bist du. Hab ich Assi genannt? Nein. Ich habe jetzt nicht so ganz den Sinn meiner. Ich habe jetzt aber nicht so ganz den Sinn meiner Special Attack gerafft. Also ich krieg schneller, krieg Bonus, mach aber keinen wirklichen Schaden damit. Einfach nur ein Bonus halt für irgendwas. Und wenn ich einen Champion töte, kriege ich immer noch 4 Sekunden, also Highlander hält eine Weile an. 10 Sekunden hält das an, okay, alles klar. Yay, das war gut. Hihihihi. Für dieses Heilen übrigens geil. Du stehst im Kampf und kannst dich heilen. Ja, das hat mich bei Master Yi schon einige Male zur Verzweiflung gebracht. Lass mich in Ruhe. Warum konnte der mich denn noch bekommen? Das ist jetzt scheiße. Boah, fuck, schaff ich das noch? Ja, ah, wir haben es geschafft, oh mein Gott. Und ich bin am nächsten Gegner gestorben. Yay. Und da stirbt mein Kumpel da. Also Kumpel nicht, aber... Mitspielanhängsel. Und ja. Okay, Master Yi hat jetzt 380 Laufspeed, das ist heftig. Bam! Das sieht so heftig aus! Du bist der Schnellste! Jawoll! Gib's ihm! Naja. So ganz überzeugt hat mich der Master Yi noch nicht. LOL, Tründer in Yi-Noob. Ich hätte gute Lust, die gleich dafür zu reporten, dass er mich gerade Noob genannt hat. Ich kann mich doch nicht einfach Noob nennen, Ruben. Wie du siehst, kann sie doch. Warum tut sie? Sie hat so getan. Aber, ich hab doch auch Gefühle. So? Scheiß Flamer. Nichts könnte. Aber die kurzen sein wollen. Toll. Jetzt wollte ich Vega richtig schön slowen, gell? Aber nein. Soll ich mal reinkommen? In die Mitte? Ich muss echt das noch verfeinern. Boah, hilf mir doch einer, hilf mir doch einer! Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt.
Smears like a gank. Was soll das heißen? Was? Smears like a gank. Was soll ein Smears heißen? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo du das jetzt gelesen hast. Im feindlichen Chat steht das drin. Wie im feindlichen Chat? Na, den habe ich aktiviert, um den lesen zu können. Hey, wie hast du das denn aktiviert? Du gehst im Menü und aktivierst den feindlichen Chat. Das bist du. Ich tue mich die ganze Zeit angreifen, obwohl ich weil ich denke, ich bin Velkos. Geil. Das heißt, du kannst sehen ihre ganzen Aktivitäten.